Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der Teilzeit World of Warship Spieler. Und heute denke ich mal mit der letzten Runde für die T22. Denn das Schiff ist komplett erforscht. Ich spare gerade eigentlich für das nächste. Verdienen Sie viermal Aufstiegswertbänder. Joa. Nichts leichter als das. Fünf Zerstörer auf jeder Seite und nur zwei Kreuzer auf jeder Seite. Wird lustig. Ach, kleine Katze, ich kann dich nicht streichen. Ich brauche die andere Hand. Es tut mir leid. Jetzt guckt sie traurig nach oben. Ja, ah! Und beim Runtergehen muss sie natürlich nochmal kratzen. Naja, Katzen halt. Ihr hört leider nicht die Katze, wie sie gerade rummiaut. Warum gehst du auch runter? Auf der Arbeitsfläche von meinem Arbeitsplatz genug Platz für die Katze gehabt. Sie lag da eigentlich. Ich habe sie ein bisschen immer nebenbei gestreichelt. Naja, als ich gerade die Hand weggenommen habe zum Streicheln, weil ich sie ja brauche zum Steuern, ist halt runtergegangen und dann hat sich nochmal beklagt. Naja. Und warum auch immer, sitzt sie hinter meinem Stuhl. Gut. So ist es, wenn man Katzen hat. Ich fahre straight auf B. Weiß gar nicht, ob ich zur T22 ein Video gemacht habe. Ich mache es jetzt einfach mal. Hauptbatterie 10 Kilometer. Torpedos. Reichweite 7,4. Und die Flak reicht von 2 Kilometer bis 4,5. Und wir haben schon das erste Ziel aufgeklärt. Erkennbarkeit zu Wasser 6,5. Das heißt, wir sind 1 Kilometer sind wir besser mit den Torpedos. Also können ein bisschen ranfahren. So, zweites Ziel. Zwei brauchen wir noch. Aber ich glaube, da ja schon die Hauptarmee aufgeklärt ist, wenn ich das so sehe. Na gut. Ja. Müssen wir mal ab. Wir kriegen noch gleich Besuch. Aber die Zeit läuft noch weiter. Dann warten wir mal kurz. Scheiß auf die Bänder. Müssen einen Punkt einnehmen. Bei A und C sieht es nicht gut aus, weil da so viele Truppen schon aufgeklärt wurden. Ein Zerstörer haben wir schon verloren. Okay, jetzt wieder ausgeglichen, einer auf jeder Seite. So, die letzten 4 Sekunden. Okay, Ziel ist erobert. Ich kann mich noch nicht entscheiden, wo ich hinfahre. Ich fahre zu C. Oh, wir kriegen gleich Besuch. Da kommt schon wieder Torpedos. Kann auch sein, dass er hinter der Insel lang gefahren ist. Also die Torpedos rausgeworfen und dann weitergefahren. Ich versuche nochmal hier um die Insel zu fahren. Eins wurden entdeckt. Kacke. Jetzt. Was? Wir haben nur 3 Sachen aufgeklärt? Ja, stimmt. Signal, aber ich glaube, das kriegen wir nicht mehr. Jetzt heißt es kämpfen und den Kaiser Hallo sagen.
hoffe, ich sichte nochmal den Kaiser. Scheiße, natürlich nicht. Ach, nicht über Yomi. Ja, irgendwo muss der Kaiser stecken. Erstmal Speed geben, Zauber. Ah, wir kriegen hier zu viel auf den Hintern. Ach, ich war doch artig. Blindtorpedos geschossen und dreimal getroffen. So, ich weiß nicht, ob wir noch lebendig aus der Sache rauskommen. Ach, da ist er ja schon. Hi, Kaiser. Ich bin's, der Heinrich. Heute schon gebrannt? Ja, hat er. Scheiße, weg, weg, weg. Noch mal ein bisschen Nebel für meinen Kumpel Texas machen. Oh. Fieber richtig mit, es tut mir leid. Nur 1375 Höhenpunkte, es ist ein Witz. Also einer muss mich nur anhauchen und ich sterbe. So, Texas, nur für dich. Bin ich nicht nett. Ich bin ein richtiger Teamplayer. Oh, oh, oh. Sieht er mich immer noch? Hammer. Du, dann drehen wir mal. Ja, die Oma macht genau das, was ich auch machen wollte, da reinfahren. Ich denke auch mal, dass der Kaiser abgedreht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er... Ah, doch, er dreht aber. Genau. Ah, was ist denn da los? Wie nimmt er meinen Punkt ein? Maschinenboost deaktiviert. Torpedos voraus. Ja, gut. B werden wir nicht mal einnehmen. Torpedos auf Steuerbord. Oh, oh. Oh, Glück gehabt. Ich habe uns eigentlich quasi tot gesehen. So, Texas. Der Kaiser gehört dir. Ich biege jetzt hier ab und suche mir ein neues Ziel. Vielleicht haben wir ja Glück und es kommt ein Zerstörer hier in unsere Richtung. Oder noch besser, die Wyoming. Los, Texas, mach kaputt. Ist kaputt. So. Hello. Ja, nicht ideal. Brenn. Ach, da brennen wir auch. Verdammt. Ah, er fährt durch. Er fährt durch. Einer, zwei, drei. Fast versenkt. Ah. Los, Texas. Hau sie weg. Mich auch nochmal. Jawohl. Torpedoschutz nenne ich das. Ah. Texas, mach das Platz. Was sind Torpedoschutz noch da? Weiter. Scheiße. Ja,
Er wäre cool gewesen, wenn die Texas vor uns, also vor unserer Leiche quasi, stehen geblieben wäre, weil sie wären die Torpedos allesamt gegen unser altes Schiff gefahren. Naja. So ist die Texas jetzt Geschichte. Ja, aber ich finde, wir können uns nicht beklagen. 63.000 Punkte. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr die Runde fandet. Ja, das war, wie gesagt, die letzte Runde für mich mit der T22. Ab jetzt kaufe ich mir das nächste Schiff. Was ist das überhaupt? Gehen wir mal kurz zum Hafen. Das würde mich interessieren. Ja, ich bin jetzt mal wieder bei den Eagles. Denn mit den Sharks habe ich alles erspielt, was ich erspielen konnte. Dann dachte ich mir, für die letzten Tage gehst du nochmal zu den Eagles rüber. So, wie spricht man das aus? Gede? Garde? Och, die gibt es ja gerade günstiger. Nur 2 Millionen. Oh, also das Spiel, die Runde ist noch gar nicht zu Ende. Ich wollte gerade sagen, hier fehlen noch Punkte, aber die Runde ist noch gar nicht zu Ende. Ja, das wird das nächste Schiff sein. 90 Sekunden braucht die zum Nachladen. Und wird auch nicht besser. 90 Sekunden. Na gut, ich lasse mich mal überraschen. Wie war es bei der T22? Naja, 68 Minuten. Die Mine Katze hat auch schon was in den 70er Bereich, ne? Nee, war 42? Hm, dann weiß ich es nicht. Gut, aber ist er noch. Nee, ist auch Stufe 5. Ich was ausgebaut? Nee. Das ist so. Ich dachte, das wäre länger. Na gut. Zu dem neuen Zerstörer werde ich dann auch ein Video machen. Eigentlich mein Plan war mal, von jedem Schiff Video zu machen. Aber ja, es klappt manchmal nicht so, wie ich gerne hätte. Gerade von der Wyoming ist auch so ein bisschen Pech, das Schiff bei mir. Oder sagen wir mal eher Mittelmaß. Und Shenyang werde ich auch mal demnächst mal spielen. Vielleicht auch dazu ein Video machen. Und ansonsten war es das erstmal. Genießt den Hintergrund der Eagles. Ist das nicht schön? Ah, da, die Freiheitsstatue. Ja, mit diesen Blicken verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Haut rein. Ciao.